Wissen Sie, was wir heute machen? Ein Update von meinem Lieblingsprojekt in diesem Jahr. Hier, die drei Schwestern. Mais, Bohnen, Kürbis. Bleiben Sie dran. Also 1, 2, 3, auch 5 oder 6 Projekte, neue Neuigkeiten habe ich ja eigentlich in jedem Jahr dabei. Ich bin ja so ein experimentierfreudiger Gärtner. Das ist eines davon. Indianerbeet nennt sich das. Mais, Bohnen und Kürbis. Nochmal kurz ins Gedächtnis gerufen. Die Bohnen für den Stickstoff, für den Mais und den Kürbis und die Kürbis, damit die Erde bedeckt wird. Ein Projekt von mir habe ich hier auf so 60 Quadratmetern mal probiert. Das schauen wir uns mal genauer an. Also man kann ja nur nichts sagen, aber gewachsen ist das Zeug. Selbst die Maiskolben hier vorne am Rand, die so klein waren, selbst da sind einige dran. Nicht viele, sind noch klein, aber selbst die sind gewachsen. Die Kürbisse wuchern hier rum, obwohl ich nicht allzu viele Kürbisse sehe. Bohnen sind auch da. Die kriegen allerdings relativ wenig Sonne. Ich habe vielleicht die ganze Sache ein bisschen zu dicht gemacht. Und es sind ja keine Stangenbohnen, sondern Buschbohnen unten. Wenn auch Trockenbohnen, die haben sich bisher als sehr robust erwiesen. Ich will einfach mal abwarten, wie das noch weiterkommt. Aber es gibt Dinge dabei, die sind viel schlimmer gelaufen. Weil wenn man sich das ganze Ding mal so anschaut, vornehmlich ist da nämlich gewachsen alle Arten von Unkraut. Diese hier melden in Mengen Quirlmalve, habe ich irgendwann vor Jahren mal als Gründüngung benutzt. Die kommen überall raus, im ganzen Garten, haben sich überall verbreitet, obwohl die im letzten Jahr gar nicht ausgesamt haben. Und selbst jeder Versuch, hier noch durchzukommen und die ganzen Melden, bevor dass sie alle die Samen abwerfen, noch rauszubasteln, ist eine Illusion. So, was hier am Rand wächst, komme ich ja noch halbwegs gut dran. Aber da drin, ist kaum eine Chance. Ich nehme sie mal ein bisschen mit in den Dschungel da rein. Versuchen wir hier mal möglichst wenig platt zu treten. Oh wei, oh wei, oh wei. Einige der Maispflanzen sind umgefallen und ich kann jetzt nur noch versuchen, wo ich eben dran komme, diese Melde versuchen rauszureißen. Aber da sind so viele. Wahrscheinlich wären Stangenbohnen besser gewesen. Aber na gut, ich habe es in diesem Jahr probiert mit Buschbohnen, mit Trockenbohnen. Weil Stangenbohnen habe ich da hinten schon genug. Also ich kann hier hacken bis zum Umfallen. Ich werde nie an ein Ende kommen. Brauche ich ja nicht erst zu versuchen. Dann haben wir Maiskolben dabei, wo die Vögel dran waren. Ich kann Ihnen sagen, das ist ein ziemlicher Dschungel hier. Hier liegen Kürbisranken auf der Erde. Gucken Sie mal, was das ein Dschungel ist. Also die höchsten dürften so locker über 3 Meter sein. Ganz schön mächtig. Die Kürbisse haben sich bis hier auf fast 2 Meter Höhe hochgerankt. Obwohl ich denke, die werden nicht reif. Da ist zu dunkel hier drin. Die am Rand liegen, die sind besser. Keine Ahnung, wie diese Quirlmalve sich so im Garten verbreiten konnte. Ich denke mal, das macht auch keinen großen Unterschied, ob ich jetzt hier noch irgendwelches Unkraut rausrupfe. Das ist gar nicht zu machen. Irgendwo bleiben immer welche übrig. Vor allen Dingen mache ich da viel zu viel kaputt. Ich trete viel zu viel platt, als dass das noch irgendeinen Sinn macht. Ich werde ja oft gefragt, warum ich nicht wie in einem Gemüsegarten Unkraut jäte.
Wie gesagt, die Antwort ist schon in der Frage drin, Gemüsegarten. Was ich aber mache hier, das ist, hat mit Gemüsegarten herzlich wenig zu tun. Ein Gemüsegarten ist ein Gemüsegarten und da geht es darum, Gemüse anzubauen. In dem Moment, wo sie andere das Ganze in größerem Stil machen, so wie ich das hier versuche, haben sie gar keine Chance mehr. Es hat unter anderem, es gibt noch andere Gründe dafür, auf die ich noch zu sprechen komme. Wenn man dieses eine einzige Pflänzchen, was da drin steckt, was da an Samen drin ist, dabei habe ich ja schon möglichst versucht, mit einem klaren Start anzufangen, aber die paar Melden, die da übrig geblieben sind, die haben so viel, da kann ich mir auf den Kopf stellen. Alleine schon in der Zielsetzung ist die Antwort schon drin. Ein Gemüsegarten versorgt mit Gemüse. Das ist einfach so. Wenn Sie mehr wollen, wenn Sie auf Selbstversorgung aus sind, wenn Sie ein Maximum rausholen wollen, da kommen Sie dann nicht mit hinterher. Da kommen Sie auch nicht mit 150 Quadratmetern zurecht. Egal, was ich hier anstellen würde, es würde keinen Sinn machen. Sie können das ja sehen, wie Sie wollen. Also für meine Begriffe ist mit dem Unkraut leben zu lernen immer noch die bessere Variante. So viel Zeit hat kein Mensch, um einen Garten in dieser Größe Unkraut frei zu halten. Aber wie immer, abgerechnet wird am Schluss. Warten wir doch einfach mal ab. Nee, ich will ja nichts sagen, aber das gebe ich dran. Damit muss ich leben. Ich meine, einige so kleine Bohnen sind ja zu finden, die reifen ja noch aus mit den Samen drin. Aber das Allermeiste ist darunter irgendwie total verschollen. Zumindest was an Bohnen da gesät war, was der Kleine sich so bemüht hat. Schauen wir nochmal nach, was aus den Stangenbohnen geworden ist. Der Kleine oder der Große hat ja an den äußeren Reihen Stangenbohnen gesät. Hier. Aber die sind auch ziemlich überwuchert. An anderer Stelle habe ich davon heute bestimmt 10 Kilo geerntet. Also so schrecklich das ja auch aussehen mag, so schrecklich finde ich das gar nicht. Ich meine, es ging darum, Mais anzubauen. Vielleicht wären Stangenbohnen, irgendeine Körnerbohne, eine Stangenbohne als Körnerbohne, wäre vielleicht besser gewesen. Aber das wird sich herausstellen. Also jetzt würde mich ja mal interessieren, was Sie von der ganzen Sache halten hier. Ich glaube, in dem Stil haben das die wenigsten bisher jemals probiert. Also Maiskolben sind wirklich dicke dran. Wenn die Vögel die nicht alle noch niedermachen, dann denke ich mal, ist da was bei zu ernten. Gut, soweit kleines Zwischenfazit zum Maisversuch. Die drei Schwestern, abgerechnet wird am Ende. Noch ein paar Worte, wie gesagt, zu dem Unkraut. Ab einer gewissen Gartengröße, da kommen Sie mit dem Unkrautjäten sowieso nicht nach. Ich mache nochmal einen Film drüber, aber Sie kommen mit dem Unkrautjäten sowieso nicht nach. Wie die einzig praktikable Variante ist, einen klaren Start zu haben, bis irgendwann Juni, Ende Juni, und dann ist sowieso Schluss mit lustig, und dann muss man wachsen lassen. Unkraut ist auch kein so großes Problem, das ist nur ein Problem bei Aussaaten. Ja, bei allem, was gepflanzt wird, kann ich bei der Pflanzung das Ding unkrautfrei machen, kein Problem. Alles, was gesät wird, da ist die Problematik mit dabei. So, und jetzt sagen Sie mir Ihre Verbesserungsvorschläge, sagen Sie mir Ihre Meinung unten rein in die Kommentare. Bin mal gespannt, was da so kommt. Wer mehr wissen will, da gibt es ja schon zwei Filme drüber. Da sind die Links,
und noch ein paar andere. Da der Link zum Abonnieren. Da kann man sich doch mal ansehen. Da kann man auch mal sehen, wie die ganze Sache entstanden ist. Und es wird dann auch wieder ein Film kommen, wo die das Ergebnis dieser ganzen Angelegenheit zu sehen ist. Also ein paar Filme von mir. Da der Link zum Abonnieren. Weitererzählen und unten rein mit Ihrer Meinung. So, bis dann. Tschüss.